Da ist wieder dieses Stöhnen. Was zur Hölle geht in dem Raum vor sich? Aber was... Rod, es tut mir leid. Ich... Aber was passiert hier? Raus hier, Michael! Du hast nichts gesehen, verstanden? Raus! Raus! Entschuldige meinen Ausbruch, Michael. Ich hätte mich nicht so verhalten sollen. So bin ich sonst gar nicht. Aber diese neue Welt bringt das Schlechteste in allen von uns zum Vorschein. Es ist nur, dass ich es nicht ertrage, Colin so leiden zu sehen. Also solltest du dich zu deinem eigenen Besten von dem Raum fernhalten. Fernhalten? Warum? Es macht keinen Sinn, es zu verbergen. Du wirst es ohnehin herausfinden. Colin ist sehr krank und die Behörden behaupten, seine Krankheit sei extrem ansteckend. Extrem ansteckend? Ist er ein Zerflossener? Bei allem, was heilig ist, ich lasse niemanden in meinem Heim dieses Wort benutzen. Ja, Colin hat sich mit dieser verdammten Krankheit angesteckt. Und was genau ist das für eine Krankheit? Weiß ich nicht, Michael. Das weiß niemand so richtig. Wir erfahren nur, was die Armee uns mitteilt. Sie sagen, die Krankheit sei extrem ansteckend und es sei unsere Pflicht, die Kranken den Reinigungsbrigaden zu überstellen. Aber niemand, der im Krankenwagen mitgenommen wurde, ist je ins Lager zurückgekehrt. Niemand! Wir können sie Colin nicht mitnehmen lassen, verstehst du? Ja, natürlich verstehe ich das. Sie sagen, die Opfer seien alle zum Tode verurteilt, dass es keine Erlösung für sie gäbe. Sie sagen, dass am Ende ihres Leidensweges und ihrer Visionen nur der Tod auf sie wartet. Ich glaube, dass sogar die Armee vor ihnen Angst hat. Aber es passieren wirklich seltsame Dinge mit den Opfern, Michael. Dinge, die du vermutlich nicht glauben würdest. Was für Dinge passieren mit den Leuten, die mit der Krankheit infiziert sind? Seltsame Dinge. Unerklärliche Dinge. Die Kranken verfallen in eine Trance und dann gehen sie an andere Orte, Michael. Von dort bringen sie Informationen mit. Sie wissen Dinge. Sie reden mit Menschen, die nicht mehr bei uns weilen. So ergeht es uns nun schon seit Wochen. Was mit Colin passiert, wird immer und immer seltsamer und schwerer zu ertragen. Kontakte mit dem Jenseits. Mein Gott, seine Nerven müssen ja vor Müdigkeit und Stress vollkommen überreizt sein. Aber wie hat Colin sich angesteckt? Wir wissen es nicht. Niemand weiß, wie die Krankheit verbreitet wird. Wir wissen nur, dass die Krankheit nach der Katastrophe das erste Mal auftrat und dass sie sich rasend schnell ausbreitet. Also hat die große Welle die Zerflossenen mit sich gebracht. Ja, aber benutzt dieses Wort nicht mehr. Jedenfalls nicht in diesem Haus. Es ist so gemein und respektlos. Im Grunde wissen wir nur eines mit Sicherheit über diesen Wahnsinn. Die große Welle hat uns alles genommen und uns mit dieser Epidemie zurückgelassen. Es ist schrecklich, was mit Colin passiert. Wenn ich nur irgendetwas tun könnte. Nun ja, Michael, du kannst uns helfen. Ich bin sicher, dass es kein Zufall war, dass wir dich gefunden haben. Du musst uns helfen. Aber du hast selbst gesagt, dass alle Opfer sterben. Wie kann ich da helfen? Nein, es ist nicht alles verloren. Es gibt Gerüchte im Lager über ein Heilmittel. Es scheint, als hätten die Opfer in der Stadt auf der anderen Seite des Zauns Zugang zu einem Medikament. Aber hier drinnen können wir es nicht bekommen. Und alle meine Kontakte nach draußen... Nun ja, lass uns einfach sagen, sie können nichts tun, um uns zu helfen. Es gibt also ein Medikament, das sie heilen kann? Ja, es heißt, es herzustellen dauert lange und wäre sehr teuer. Und deswegen bleibt es den Stadtbewohnern vorbehalten, die dafür bezahlen können. Bring uns das Medikament. Bitte, ich flehe dich an, Michael. Colins Zeit läuft ab.
Sich da einzumischen scheint gefährlich zu sein. Ich habe die Schießerei draußen gesehen. Und was ist mit der Ansteckungsgefahr? Ansteckung? Hast du Angst um dein Leben, Michael? Ohne unsere Hilfe wärst du jetzt tot. Tot! Vergiss das nicht! Darüber hinaus könnte ich dir im Gegenzug auch helfen. Ich könnte dir zurückgeben, was du verloren hast. Verstehst du das nicht? Mir wiedergeben, was ich verloren habe? Aber du kennst mich doch kaum, Rod. Ich weiß aber das Wichtigste, Michael. Ich weiß, dass du ein Gelöschter bist. Gelöschter? Was zum Teufel soll das denn heißen? Ein Gelöschter ist jemand ohne Gedächtnis, der sich an nichts erinnern kann. Es scheint, als hätte die große Welle einen enormen neurologischen Einfluss auf manche Leute gehabt, Michael. Du bist nicht der Einzige und auch nicht der schlimmste Fall. Es gibt auch Menschen, die nach der Explosion vergessen hatten, wie man redet oder geht. Einige verhungerten. Sie hatten vergessen, wie Essen aussieht, wie man es isst oder sogar, dass Essen lebensnotwendig ist. Du kannst dich glücklich schätzen. Du weißt wenigstens noch, wie du dich am Leben hältst. Das ist das Wichtigste. Der natürliche Erholungsprozess geht nur langsam voran. Er dauert Monate, wenn du dich überhaupt von alleine erholst. Hör mir zu, Michael. Ein Mann ohne Erinnerungen ist nur ein Schatten seiner selbst. Oder noch schlimmer, er ist ein Niemand. Ich habe da draußen immer noch Kontakte. Ich war ein ranghoher Mitarbeiter in der städtischen Verwaltung. Ich könnte deinen Namen ausfindig machen, deine Daten in den öffentlichen Aufzeichnungen, deine Fingerabdrücke. Ich könnte dir dein Leben schnell zurückgeben. Im Handumdrehen. Aber vorher musst du uns bitte helfen. Ich danke dir für deine Hilfe, Rod, und für alles, was ihr für mich getan habt. Aber... Hör mir zu, Michael. Wir wissen, dass unser Sohn möglicherweise dem Tod geweiht ist. Tatsächlich haben meine Frau und ich alles vorbereitet für den Fall, dass er uns verlässt. Unser Kind ist das Einzige, was uns an diese neue Welt bindet. Ohne ihn hat nichts mehr eine Bedeutung für uns. Solange es nur die geringste Chance gibt, ihn zu retten, sind wir bereit, alles zu tun, was nötig ist. Bitte, Michael, hilf uns. Bei allem, was heilig ist, hör ihn dir nur an. Er ist doch nur ein Kind. Rod, komm schnell her. Schnell! Bring uns das Medikament und wir helfen dir, dein Leben zurückzubekommen. Colin ist unsere einzige Hoffnung in dieser neuen Welt. Hilf uns, unsere Zukunft zu retten und wir geben dir deine Vergangenheit zurück. Ich verspreche es. Auf Wiedersehen, Michael. Nein, Rod. Warte! Ein Medikament holen? Hat er den Verstand verloren? Der Mann will das Leben seines Sohns in meine Hände legen. Ich kann mich nicht einmal erinnern, wer ich bin. Ich werde da draußen wahrscheinlich keine halbe Stunde überleben. Aber Rod hat recht. Ein Mann ohne Vergangenheit ist nicht mehr als ein Schatten. Er will mir dabei helfen, mein Leben zurückzubekommen. Meine Erinnerungen. Wenn ich antworten will, dann muss ich dieses Heilmittel besorgen. Warte mal. Bevor ich gehe, sollte ich alles Wichtige, was ich herausfinde, in dieses Notizbuch schreiben. Das könnte hilfreich werden. Wie Rod gesagt hat, bin ich einer der Gelöschten, die große Welle hinterlassen hat. Es ist der hohe Zaun rings um die Grenzen des Lagers, der von den Türmen und vom Boden aus bewacht wird. Durch diesen Stacheldrahtzaun fühlt man sich hier drin noch mehr eingesperrt. Es ist noch erstickender. In der Ferne kann man die Skyline der Stadt sehen. Scheint nicht so weit weg zu sein. Die Leute sagen, die Dinge laufen dort etwas besser. Könnte das wahr sein? Verdammt! Was passiert mit mir? Alles verändert sich. Alles. Alles verformt sich um mich herum. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe gar nichts. Schon auf den ersten Blick kann man sehen, wie absolut gottverlassen diese armen Menschen sind. In diesem Lager eingesperrt, gegen ihren Willen.
Auch wenn es etwas improvisiert und nachlässig gebaut aussieht, ist es doch überraschend, ein gemauertes Gebäude inmitten der Wohnwagen und Hütten des Flüchtlingslagers zu sehen. Das muss ohne Zweifel jemand Wichtigem gehören oder jemand mit guten Beziehungen hier drin. Jemand hat einen Haufen dieser rostigen Fässer an die Wand gestellt. Sie riechen nach Alkohol und Maschinenöl. Ugh. Diese Mischung aus Gerüchen dreht einem den Magen um. Dutzende von Fässern, die chaotisch aufeinander gestapelt sind. Was zum Teufel könnte sich darin befinden? Und wer könnte sie hier lagern wollen? Ein weiterer Bewohner des Lagers. Er scheint recht alt zu sein. Was macht er hier ganz alleine? Hallo. Hallo, mein Sohn. Möchtest du etwas näher an das Feuer heran? Danke. Das ist ein ziemlich abgelegener Teil des Lagers. Was machst du hier? Nun ja. Ich warte. Das ist alles. Ich warte einfach nur. Du wartest. Und worauf genau wartest du? Auf nichts Besonderes. Das Übliche. Darauf, dass das Feuer ausgeht. Den Sonnenaufgang. Darauf, dass es wieder kalt wird. Ich warte darauf, dass sich etwas ändert. Oder dass alles so bleibt, wie es ist. Ich warte einfach nur. Du bist zu jung, um das zu verstehen. Es wird langsam kalt. Wo ist dein Zelt oder dein Wohnwagen? Ja, ich habe mal ein Zelt aufgestellt. Sie haben mir eins zugeteilt, als ich mich dazu entschlossen habe, nach der großen Welle ins Lager zu ziehen. Einen Wohnwagen hätte ich nicht gekriegt. Die gingen an die Familien mit den besten Beziehungen. Du weißt, wie es ist. Selbst im Fegefeuer sind manche Leute gleicher als der Rest. Du hast gesagt, du hättest dich dafür entschieden, in das Lager zu ziehen? Heißt das, die Leute wurden nicht dazu gezwungen? Oh nein, natürlich nicht. Warum hätten sie uns zwingen sollen? Die Katastrophe hatte die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Wer sein Heim verloren hatte, wurde eingeladen, herzukommen. Im Grunde sollte es nur vorübergehend sein, bis die Regierung die Situation unter Kontrolle hätte und mit dem Wiederaufbau anfangen könnte. Wir hatten hier Essen, Wasser und einen Platz zum Schlafen. Aber jetzt ist es eher ein Lager für Gefangene als für Flüchtlinge. Was ist passiert? Ich bin nicht sicher. Ich denke, etwas ging schief. Und die neuen Häuser, die sie versprochen hatten, wurden nie gebaut. Am Ende hat die Armee die Kontrolle über das Lager an sich gerissen. Das Essen ging zur Neige und das Wasser. Und damit das bisschen Lebensqualität, das wir noch hatten. Und niemand hat sich darum gekümmert, das wieder zu richten. Es war, als hätten unsere Leben einfach keine Bedeutung mehr. Ich verstehe. Mit der Zeit wurde die Lage hier richtig hässlich. Es gab Aufstände, Proteste. Und die Armee entschied sich, das Tor zum Lager zu schließen. Eines Tages hatten sie plötzlich beschlossen, dass niemand mehr kommen und gehen durfte. Naja, in Wahrheit war es noch möglich. Also das Reinkommen. Jetzt werden hier alle hingebracht, die in der Stadt im Weg sind oder bei denen sie nicht wissen, was sie mit ihnen anfangen sollen. Also ist das hier jetzt so etwas wie ein Konzentrationslager? Richtig, mein Sohn. Das ist genau das, was es ist. Es ist bitter. Ich erinnere mich daran, wie mein Vater uns vom Krieg in Europa erzählt hat. Von den Verfolgungen, den Deportationen, den vollgestopften Zügen. Das klang alles wie aus einem Gruselfilm. Aber sieh uns heute an. Ich schätze mal, manche Dinge ändern sich nie. Sie werden nur gerade eben lange genug unsichtbar, dass wir sie vergessen können. Und wo ist dein Zelt jetzt? Es wurde mir vor einer Weile gestohlen. Die erzielen inzwischen einen guten Preis auf dem Schwarzmarkt. Gestohlen? Aber wie könnte jemand...
Du scheinst neu im Lager zu sein. Hab ich recht? So etwas passiert heute einfach. Man nimmt die Dinge am besten, wie sie kommen. Die Realität der neuen Welt ist simpel. Die Soldaten und Spitzel tun auf dieser Seite des Zauns, was immer sie wollen. Und der Jäger und seine Leute betreiben den Schwarzmarkt und die ganzen dreckigen Betrügereien. Du solltest dir das alles gut merken. Der Jäger. Ich habe ein paar Worte mit ihm gewechselt, aber ich kenne ihn kaum. Ja, der Mann, der mich während der Schießerei beschützt hat. Er scheint ganz gute Beziehungen und einige Antworten zu haben. Könnte er etwas über das Heilmittel für die Zerflossenen wissen? Weißt du, wo ich ihn finden kann? Du findest ihn in den Baracken hinten. Das ist sein, nennen wir es, Logistikzentrum. Der Jäger ist ein sehr gefährlicher Mann. In seiner Nähe und der seiner Männer solltest du Acht geben. Ich habe seinen Vater kennengelernt, als ich jung war. Er war ein gewalttätiger, heruntergekommener Hurensohn. Von so einem sollte man sich lieber fernhalten. Und ich fürchte, sein Sohn tritt in seine Fußstapfen. Lass uns über etwas anderes reden. Sag mal, gibt es einen Weg, aus dem Lager rauszukommen? Es tut mir leid, mein Sohn. Der einzige Weg aus dem Lager ist, jemanden Wichtigen zu kennen, der dir einen Gefallen schuldet, oder ein Lagerspitzel zu werden. Diese verräterischen Mistkerle haben Pässe fürs Tor. Ich verstehe. Ich bin nicht überrascht, dass du aus diesem Drecksloch raus willst. Du hast da draußen zweifellos was zu erledigen oder jemanden zu finden. Es heißt, in der Stadt wäre die Lage besser. Dass es dort Ordnung gibt und dass die Dinge wieder anfangen zu funktionieren. Aber wer weiß schon, ob da was dran ist. Naja, immerhin haben sie Reverend Blake und den Trost des Suicide Park. Suicide Park? Was ist das? Nichts. Nur ein Lied, das von der anderen Seite des Zauns manchmal ins Flüchtlingslager herüberdringt. Der Text geht ungefähr so. Und die ersten dunklen Sterne erscheinen am Himmel. Wir könnten uns hinsetzen und sie gemeinsam zählen, du und ich. Wenn die Sonne den Suicide Park verlässt, ich bin mir sicher, du hast noch Hoffnungen und Träume. Ich fürchte, du bist zu jung, um das zu verstehen. Wer ist Reverend Blake? Er ist ein Prediger, der manchmal aus der Stadt kommt, um uns etwas Trost zu spenden. Einige lachen ihn aus, aber manche von uns glauben, er wäre ein Prophet. Du solltest ihn mal reden hören. Seine Worte reichen tief in deine Seele. Deswegen hat er so viele Anhänger, im Lager und außerhalb. Wie heftig waren die Auswirkungen der großen Welle? Wie sieht es jenseits der Stadt aus? Um ehrlich zu sein, kann ich dir das nicht sagen. In den ersten Tagen war das Chaos so überwältigend, dass sich niemand Sorgen um etwas anderes als um sich selbst gemacht hat. Wir waren verwirrt, von der Welt abgeschnitten. Dann kam ich in das Lager. Und es dringen keine Nachrichten von der Außenwelt bis in dieses Gefängnis vor. Ich fürchte, du musst hier rauskommen, um diese Frage zu beantworten. Tja, ich sollte mich auf den Weg machen. Viel Spaß beim Warten. Ein dickes Kabel, das auf dem Dach des Gebäudes verläuft. Ich kann es aber von hier aus nicht so gut sehen. Es ist zu hoch.
Okay, dann mal los. Es ist unmöglich, diese Fässer auch nur ein kleines Stück zu bewegen. Ich weiß nicht, was sie enthalten, aber was auch immer es ist, es wiegt Tonnen. Jemand hat sich die Mühe gemacht, die Motorhaube einer alten Corvette abzumontieren und hier reinzubringen. Einfach nur, um einen albernen Bartisch daraus zu machen. Da jault die Hintergrundmusik für diesen Laden. Der Lautsprecher gibt einen bedrückenden, eintönigen Country-Song von sich, der mir auf die Nerven geht. Viele dieser Flaschen wurden schon geöffnet. Und sie sehen so aus, als wären sie schon 100-mal neu befüllt worden. Sie sind mit einer grauen Flüssigkeit gefüllt, die ziemlich unappetitlich aussieht. Von verschütteten Getränken, Glasabdrücken und Rost verfärbt. Der Barmann steht auf der anderen Seite und lächelt stumpfsinnig vor sich hin. Ein paar geöffnete Bierdosen. Zerbeult und leer. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber ich finde ihren Geruch nach abgestandenem Alkohol ekelhaft. Wie die meisten Gerüche hier. Er steht hinter dem Tresen und serviert die Drinks. Ich bin zwar kein Hellseher, aber ich könnte schwören, dass er der Besitzer des Ladens ist. Die gut gelaunten Stammgäste der Bar. Ich nehme an, die graue Flüssigkeit, an der sie nippen, ist Alkohol. Aber ich kann nicht sagen, welche Sorte. Er vermutlich auch nicht. Hey, das ist der Mann, mit dem ich während der Schießerei der Reinigungsbrigaden geredet habe. Was hat er nochmal gesagt, war sein Name? Der Jäger? Willst du was bestellen, Kumpel? Nein, ich habe leider kein Geld dabei. Das ist hier kein Problem. Wir akzeptieren nicht nur Bargeld, sondern auch Tauschhandel. Wir nehmen alles an, das einen Wert hat. Abgesehen von Schecks natürlich. Interessanter Laden. Bist du der Besitzer? Nein, Kumpel. Zieh da mal keine falschen Schlüsse. Ich arbeite hier nur. Der Laden gehört dem Jäger, wie jedes andere Geschäft hier im Lager. Er ist der Oberboss. Ich verstehe. Was verkauft ihr hier? Alles, was du essen oder trinken kannst. Und alles, was in eine Dose oder eine Flasche passt. Für alles andere musst du direkt mit dem Jäger sprechen. Was brauchst du? Alkohol? Zigaretten? Essen? Ja, zurzeit brauche ich nichts dergleichen, aber ich behalte es im Kopf. Danke. Ich habe am Eingang einen Stapel Fässer gesehen. Aus reiner Neugierde, was ist da drin? Nichts. Nur ein paar Sachen, die gelagert werden müssen. Nimm dir diesen Rat zu Herzen. Steck deine Nase nicht in die Angelegenheiten des Jägers, wenn du sie in deinem Gesicht behalten willst. Okay, war ja nur neugierig. Mike, mein Freund, schön, dich wiederzusehen. Hallo? Leute? Das ist mein Freund Mike. Er ist neu hier. Wir haben uns bei einer der letzten Partys der Reinigungsbrigaden kennengelernt. Stimmt doch, Kumpel. Setz dich und bestell dir einen Drink. Wir begrüßen Neuzugänge gerne freundlich. Etwas sagt mir, dass ich den Drink nicht annehmen sollte. Dass es keine gute Idee wäre. Nicht mehr. Nein, danke, ich trinke nicht. Okay, Mike. Was immer du sagst. Aber ich bin es nicht gewohnt, dass jemand einen Drink ausschlägt. Zumindest nicht in meinem eigenen Etablissement von meinen Leuten. Also, sag mir, was bringt dich zu mir? Einem Freund von mir geht es ziemlich schlecht. Weißt du, ob es ein Medikament gibt, das den Zerflossenen helfen kann? Und wie ich daran komme? Ein Freund von dir? Freundschaft ist wichtig, Mike. Das Lager ist ein harter Ort und du musst deinen Leuten gegenüber loyal sein. Ich mag deine Einstellung. Kenne ich diese Person? Nein, ich denke nicht. Verstehe. Naja, Kumpel, ich habe von diesem Medikament gehört. Aber ich weiß nicht, ob es wahr ist oder nur eine Lagergeschichte.
Manchmal führt Verzweiflung zu Wunschdenken. Du weißt ja, wie das ist. Aber wenn es dieses Medikament wirklich gibt, dann fällt mir nur ein Ort ein, an dem du es finden könntest. Was für ein Ort? Es gibt eine kleine Klinik am Rand der Stadt. Es ist eher so eine Art Medikamentenlager, aber schwer bewacht. Ich wette meinen letzten Dollar, dass sie alles von Wert dort aufbewahren würden. Vielleicht solltest du dir das Gebäude mal anschauen. Natürlich nur, wenn du einen Weg aus diesem Drecksloch rausfindest. Und dabei kann ich dir nicht helfen. Lass mich dir auf jeden Fall noch einen Rat mitgeben. Ich mag dich. Halt dich von den Zerflossenen fern. Die bringen dir nichts als Ärger. Kannst du mir mehr über die Zerflossenen erzählen? Nur, was die Obrigkeit sagt. Und das ist auch alles, was ich wissen muss. Die Krankheit ist tödlich. Und das heißt, du kannst dich schon anstecken, wenn du neben einem dieser Typen atmest. Deswegen muss man sie so schnell wie möglich loswerden. Hast du jemals gesehen, wie eines dieser armen Schweine stirbt, Kumpel? Nein, habe ich nicht. Na, dann bist du ein Glückspilz, Mike. Ich kann es nicht empfehlen. Es ist ein grauenhaftes Spektakel. Es läuft ungefähr so. Nach einigen Wochen voller schmerzhafter Visionen passiert etwas in ihrem Körper. Etwas versagt plötzlich. Und nachdem sie vor Schmerz wie ein Schwein im Schlachthaus gezappelt und geschrien haben, beginnt ihr Fleisch zu schmelzen, flüssig zu werden. Verstehst du, Mike? Das hat ihnen den Namen gegeben. Sie zerfließen buchstäblich. Aber das ist furchtbar. Diese armen Leute. Im Gegenteil, Kumpel. Diese Mistkerle haben uns diese Krankheit gebracht. Also heißt es, sie oder wir, kapiert? Wie auch immer, du weißt, wie das läuft. Die Reinigungsbrigaden sind in der Regel mehr als großzügig zu den verantwortungsvollen Bürgern, die ihnen bei der Aufgabe helfen, die Zerflossenen aufzuspüren. Kannst du mir etwas von diesem Medikament besorgen? Ich halte mich aus solchen Sachen raus, Kumpel. Die Armee hat das ganz deutlich klar gemacht. Einem Zerflossenen zu helfen oder ihn zu verstecken, wird schwerstens bestraft. Nicht mal die Kollaborateure sind vor der Strafe sicher. Du hast gesehen, was mit dem Spitzel passiert ist. Diese Schweine sind dabei echt gnadenlos. Wovon redest du da? Wer sind diese Schweine? Die Soldaten. Die Reinigungsbrigade. Das ist Lagerslang. Die Einwohner von diesem Drecksloch nennen jeden mit Gewehr und Uniform ein Schwein. Sie können dir den Kopf ohne Zögern vom Hals pusten. Sag mal, warum nennen dich alle den Jäger? Das ist eine gute Frage, Mike. Weißt du, mein echter Name ist Hank, aber niemand nennt mich mehr so. Jetzt bin ich der Jäger, weil ich dir besorgen kann, was du willst und wann du es willst. Du weißt schon, egal wo es ist, wie schnell es rennt oder wo es sich versteckt. Die neue Welt hat mir einen neuen Namen und ein neues Leben gegeben. Ein neues Leben? Ja, ein neues Leben. Es ist schwer zu erklären, Kumpel. Ich glaube, du und ich, wir ähneln uns, Mike. Deswegen mag ich dich. Lass es mich erklären. Es war die große Welle. Die große Welle, die alles verändert und gesäubert hat. Die alte Welt war chaotisch, kompliziert und ungerecht. Doch nach der großen Welle ist alles kristallklar geworden. Als die alten Gesetze verschwanden, gab es nur noch eine Regel. Tu, was du tun musst. So einfach ist das. Und das ist das Naturgesetz, das uns zeigt, wo unser Platz ist. Kannst du mir folgen? Ja. Tu, was du tun musst. Ist ja eine praktische Methode, um im Grunde alles rechtfertigen zu können. Auch die schlimmsten Verbrechen. Ja, Hank. Ich kann dir absolut folgen. Das dachte ich mir. Ich wusste, dass du es auf Anhieb kapieren würdest, Mike. Aber nenn mich nicht Hank. Ich hab dir gesagt, dass der Typ in der großen Welle starb. Ich sollte jetzt gehen. Gut, Mike. Du bist jederzeit willkommen. Denk dran, wir können dir hier alles besorgen, was du brauchst. Ohne Fragen zu stellen. Hallo mal wieder. Was darf's sein? Was verkauft ihr hier? Alles, was du essen oder trinken kannst. Und alles, was in eine Dose oder eine Flasche passt. Für alles andere musst du direkt mit dem Jäger sprechen. Was brauchst du? Alkohol? Zigaretten? Essen? Ja, zurzeit brauche ich nichts dergleichen, aber ich behalte es im Kopf. Danke.
Ich bin nicht wirklich daran interessiert, etwas zu kaufen. Dutzende Schusslöcher und einige Spuren von frischem Blut, das die Wand hinabläuft. Oh Gott, diese Ecke des Lagers stinkt nach Schwarzpulver. Der Stacheldraht, der sich um das Lager zieht, sieht unüberwindbar aus. Die Zacken sind so scharf, dass sie dich in Stücke reißen können. Tja, die Armee will es für jeden möglichst schwierig machen, der auf die schlaue Idee kommt, eine Flucht zu versuchen. Das ist die Schranke, die Fahrzeuge passieren müssen, um in das Lager hineinzukommen oder es zu verlassen. Die Soldaten bewachen sie gut. Ein kleines Wachhäuschen ohne Tür. So winzig, dass sich der wachhabende Soldat darin kaum umdrehen kann. Das Motorrad ist sauber und gut gepflegt. Kein Vergleich zu all den anderen Sachen hier im Flüchtlingslager. Wobei das bei den katastrophalen Zuständen hier auch nicht viel heißt. Vielleicht sind in dieser Satteltasche aus Leder Werkzeuge für das Motorrad, wie ein... oder ein... Ja. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich es fahren könnte, habe ich absolut keine Ahnung, was die Mechanik dieser Maschinen angeht. Verdammt, nicht schon wieder. Als würde ich in einer schweren Flüssigkeit schweben, während sich alles um mich herum verändert. Oh Gott, ich glaube, ich verliere den Verstand. Ein kleines Wachhäuschen, so winzig. Drei Soldaten, die das Lager bewachen. Wenn ihre Gesichtsausdrücke ein Hinweis sind, sind sie so brutal und unnachgiebig wie der Stacheldraht, der sich um dieses Loch zieht. Was denkst du, wo du hingehst, Ratte? Niemand kommt hier ohne einen Pass raus, es sei denn mit einem Einschussloch zwischen den Augen. Ja, und das können wir für dich übernehmen, wenn du nicht vom Tod zurücktrittst. Komm schon, trau dich nur. Wir können heute etwas Unterhaltung vertragen. Was ist los, Ratte? Zunge verschluckt? Ich sollte mich besser vom Tor fernhalten. Ich fürchte, ihre Drohungen sind ernst gemeint. Tut mir leid, Leute, ich will keinen Ärger, egal welcher Art. Du sagst also, ich kann das Lager nur mit einem Pass verlassen. Wo kriege ich so einen Pass? Nur Soldaten und Spitzel haben Pässe, um das Lager zu betreten und zu verlassen. Und du siehst weder wie das eine noch das andere aus. Also verzieh dich! Naja, manchmal können wir eine Ausnahme machen. Aber nur, wenn die Person, die raus will, besonders großzügig ist. Und warum genau willst du das Flüchtlingslager verlassen? Was hast du auf der anderen Seite des Zauns verloren, Ratte? Ich habe gehört, in der Stadt ist die Lage besser. Stimmt das? Ja, könnte sein. Aber das geht dich nichts an. Was kümmert es dich, wenn du eh in diesem Drecksloch sterben wirst? Schlag dir die Vorstellung, hier rauszukommen, aus dem Kopf. Auf der anderen Seite des Zauns ist kein Platz für Ratten wie dich. Es sei denn, du willst im Suicide Park einen Besuch abstatten. Willst du zu einem dunklen Stern werden, Ratte? Hör auf, uns zu belästigen und verschwinde. Lass uns über etwas anderes reden. Warum nennt ihr mich Ratte? Wer hat hier das Sagen? Na sowas. Sieht aus, als hätten wir hier einen Neuling. Lass mich dir eine Frage stellen. Wenn ihr Leute in diesem Lager im Müll herumkriecht, eure Häuser aus Müll baut und Müll fresst, wie sollen wir euch denn sonst nennen? Wir haben hier das Sagen. Die mit den Gewehren. Das ist die einzige Regel, die du kennen musst. Siehst du die ganzen dunklen Flecken auf der Mauer da drüben? Ja, die sehe ich. Das sind die Eingeweide und Gehirne von Ratten wie dir, die die goldene Regel vergessen haben. Wir nennen sie die Mauer der Schande. Wir haben hier das Sagen. Das kann man recht einfach verstehen, oder? Aber manchmal vergisst das einer von euch.
Und das zwingt uns dazu, aus euch bessere Schüler zu machen. Also, wie gut ist dein Gedächtnis? Mein Gedächtnis? Witzig. In einem anderen Zusammenhang wäre das eine ziemlich komische Frage. Aber an diesen Typen ist nichts komisch. Mein Gedächtnis ist gut genug, um mich daran zu erinnern, wer hier das Sagen hat. Keine Sorge. Du lernst schnell, Ratte. Das ist gut. Und jetzt hau ab! Nettes Motorrad. Schick, nicht wahr? Das ist unseres. Also komm ihm nicht zu nahe. Oder du endest an der Wand da. Du darfst es nicht anfassen oder darauf zeigen. Oder es auch nur anschauen. Berühr es mit deinen schmutzigen Fingern und du bist ein toter Mann. Das garantiere ich dir. Verstanden? Okay, verstanden. Ich werde euch nicht mehr belästigen. Verschwinde! Eine Lache aus Blut und Schlamm markiert den Ort, an dem dieser Mann, der Spitzel, angeschossen wurde. Es jagt mir einen Schauer über den Rücken. Die Täter mögen straflos davonkommen, aber es ist immer noch der Ort eines Verbrechens. Ich dachte, ich hätte dir klargemacht, dass du dich davon fernhalten sollst. Du solltest besser einen guten Grund dafür haben, so nah an das Tor zu kommen, Ratte. Tut mir leid. Manchmal höre ich nicht so gut. Ich gehe ja schon wieder auf Abstand. Die Tür scheint in eines der Schlafzimmer des Hauses zu führen. Ich kann etwas von der anderen Seite hören. Es klingt wie Geheul oder Schreie. Jemand hat das schwere Regal mit all den Büchern umgestoßen. Und wenn man bedenkt, was es wiegen muss, müssen mehrere Leute daran beteiligt gewesen sein. Nichts Interessantes. Der Boden des Raums ist nur mit unnützem Kram bedeckt. Aber Moment mal. Ich glaube, da ist etwas unter diesem Stück Holz. Ein Päckchen Zigaretten, das unter der Schublade liegt. Wer auch immer das Haus geplündert hat, muss es übersehen haben. Oder er war einfach Nichtraucher. Einige der Schubladen wurden gewaltsam aus der alten Kommode gerissen. Jetzt liegen sie zerbrochen im Zimmer verstreut. Eine Frau, die schmutzig und ungepflegt wirkt. Und sie scheint sehr besorgt zu sein. Könnte ihre Anspannung etwas mit dem Zustand des Hauses zu tun haben?